Wir behandeln in unserer Klinik Patienten mit Erkrankungen der inneren Organe und da ganz besonders Patienten mit Erkrankungen des Magen- und Darmtrakts. Hier geht es nun um die Behandlung von Patienten mit Darmkrebs, wo wir insbesondere die Diagnose stellen, exakt feststellen, welches Stadium wir haben und damit schon einen wichtigen Baustein haben zur Empfehlung einer entsprechenden Therapie. Im Einzelfall können wir auch bei kleinen Tumoren diese schon endoskopisch abtragen. In aller Regel aber wird es chirurgisch durch die Kollegen in der Allgemein- und Viszeralchirurgie durchgeführt. Wie diagnostiziert man Darmkrebs? Darmkrebs ist ein Geschwür, ein bösartiges Geschwür des Dickdarms und die wichtigste Untersuchung, die wir hier haben, ist die Darmspiegelung. Die Darmspiegelung wird ja schon empfohlen, regelmäßig durchzuführen als Vorsorge ab dem 50. bzw. 55. Lebensjahr. Und praktisch geht es so, dass man zunächst am Tag vorher und am selben Tag eine Apfellösung trinken muss, damit der Darm sauber ist und dass man dann zum Gastroenterologen geht, der die entsprechende Endoskopie durchführt. Meist mit einer Schlafspritze, sodass der Patient davon nichts mitbekommt. Die Sonographie gehört zu den wichtigen Untersuchungen, um die Ausbreitung von Darmkrebs zu erfassen. Nun, wie ist der Ablauf bei uns? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass die Diagnose schon gestellt ist, dass Sie beispielsweise auswärts in einer Darmspiegelung einen Befund schon hatten. Mit dem stellen Sie sich bei uns vor, sei es bei uns in der Gastroenterologie oder in der Chirurgie oder in der Onkologie. Und wir prüfen die Diagnose und entscheiden, was ist noch an Untersuchungen notwendig, um eine Therapieempfehlung zu geben. Beispielsweise Computertomografien oder ähnliches. Das organisieren wir und besprechen dann Ihren Fall in einer großen Konferenz im Tumorboard und geben eine Empfehlung, wie wir weitermachen und bieten entsprechend Termine und Therapien hier an. Die Nachsorge ist bei Patienten mit Darmkrebs von großer Bedeutung und es gibt klare Empfehlungen, wie die Nachsorge nach einer Darmkrebserkrankung erfolgen soll, an die wir uns halten und die entsprechend entweder hier oder in den Praxen durchgeführt werden kann.